Auch bei einer kompletten Betriebsschließung ist eine Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen durchzuführen. Wirklich? Ja, genau um diese Frage ging es in einer Entscheidung, die ich euch heute mitgebracht habe, vom Landesarbeitsgericht Düsseldorf. Wenn ihr mehr erfahren wollt zum Thema betriebsbedingte Kündigung und welche Einflussmöglichkeiten der Betriebsrat hier hat, das lernt ihr im Seminar und Webinar der WAF Arbeitsrecht Teil 3 und Betriebsverfassungsrecht Teil 2. Jetzt aber zu unserem Fall. Es ging um einen Aluminiumhersteller, der auch Aluminium vertrieben hat und in finanzielle Nöte geriet. Es gab sogar eine Insolvenz in Eigenregie und irgendwann wurde beschlossen, wir stellen den gesamten Geschäftsbetrieb zum Jahresende ein. Über 600 Mitarbeitende waren hiervon betroffen. Einige sind freiwillig gegangen, andere sind in eine sogenannte Transfergesellschaft gewechselt. Und wiederum andere haben gesagt, nein, wir gehen nicht freiwillig, wir wollen hier bleiben. Es wurden also betriebsbedingte Kündigungen ausgesprochen. Und schon gut geschult, wie ihr wisst, eine betriebsbedingte Kündigung setzt voraus eine fehlerfreie Sozialauswahl. Die hat der Arbeitgeber in genau diesem Fall aber nicht unternommen. Vielleicht mit dem Hintergedanken, ja, was soll ich denn da auswählen? Es müssen ja schließlich alle gehen. Ich schließe ja meinen Betrieb. Die Besonderheit bei dem Fall war aber, es gingen nicht alle zum selben Zeitpunkt. Über 600 Mitarbeiter waren es ursprünglich. Ungefähr 50 sollten über das Jahresende, einige bis zum März, andere sogar bis zum Juni, bleiben, um den Betrieb quasi noch abzuwickeln. Wir haben also sozusagen eine etappenweise Betriebsschließung und bei einer solchen etappenweisen Betriebsschließung, das hat das Arbeitsgericht Solingen und in zweiter Instanz das Landesarbeitsgericht Düsseldorf also festgestellt, ist eine Sozialauswahl vorzunehmen. Und das hat der Arbeitgeber sogar gemacht, obwohl er vielleicht den Gedanken hatte, was soll das Ganze eigentlich, gehen ja schließlich alle. Er hat es aber fehlerhaft gemacht, denn er hat Mitarbeitende miteinander verglichen anhand ihrer ursprünglichen Jobprofile. Das sind sogenannte Vergleichsgruppen. Das Gericht hat aber nun gesagt, nein, nein, das hättest du gar nicht tun dürfen. Du hättest es sozusagen in Bezug auf das Abwicklungsteam auf die künftigen Funktionen beziehen müssen. Dadurch war deine Sozialauswahl fehlerhaft und eine fehlerhafte Sozialauswahl ist im Ergebnis gar keine Sozialauswahl und führt tatsächlich zur Unwirksamkeit einer betriebsbedingten Kündigung, auch dann, wenn der ganze Betrieb schließt. Es gab noch einen zweiten Aspekt in diesem Fall, der ganz spannend war, wenn auch nicht ganz so arbeitnehmerfreundlich. Weil so viele gleichzeitig gehen mussten, ist das eine sogenannte Massenentlassung. Und hier sagt § 17 Kündigungsschutzgesetz, hat der Arbeitgeber vor diesen Entlassungen eine sogenannte Massenentlassungsanzeige gegenüber der Bundesagentur für Arbeit zu machen. Hierbei hat er einen Fehler gemacht, denn zu dieser Massenentlassungsanzeige gehört unter anderem die Angabe, wie der Beratungsstand mit dem Betriebsrat hinsichtlich der anstehenden Maßnahme ist. Und das hat der Arbeitgeber hier nicht mitgeteilt. Darauf hat sich der klagende Mitarbeiter auch berufen und gesagt, wegen dieser fehlerhaften Massenentlassungsanzeige ist meine Kündigung auch unwirksam. Das Arbeitsgericht Solingen hat dem Kläger Recht gegeben, das Landesarbeitsgericht Düsseldorf in zweiter Instanz anders entschieden. Also die fehlerhafte Massenentlassungsanzeige, so das LAG, führt hier nicht zur Unwirksamkeit der Kündigung, ist, wenn man es so ausdrücken will, erstmal nur eine reine Formalie. Dem Kläger konnte es egal sein, weil seine Kündigung aufgrund der fehlerhaften Sozialauswahl ja bereits unwirksam war. Fassen wir also zusammen. Auch bei einer jedenfalls etappenweisen Betriebsschließung ist eine Sozialauswahl vorzunehmen, und zwar anhand der künftigen Jobprofile, wenn sich hier in der Abwicklung etwas ändert. Eine fehlerhafte Massenentlassungsanzeige führt nicht immer zur Unwirksamkeit einer Kündigung, so das LAG Düsseldorf. Diese und noch viel andere Themen rund um das Thema betriebsbedingte Kündigung und was der Betriebsrat hier machen kann, lernt ihr, wie gesagt, hier bei der WAF im Seminar und Webinar Arbeitsrecht Teil 3 und Betriebsverfassungsrecht Teil 2. Da sehen wir uns. Ich freue mich drauf. Bis dahin.